Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video haben wir etwas sehr, 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 sehr Cooles vor. Eine der liebsten Dinge, die ich überhaupt hier auf YouTube mache. Und zwar, Leute, ich habe ein Paket zugeschickt bekommen. Und dieses Paket sieht wirklich ordentlich wasted aus. Das hier ist ein Tauschpaket. Das wurde auf jeden Fall bei der Post, glaube ich, nicht so gut behandelt. Aber es ist dafür immerhin angekommen. Ich drehe nämlich gerade dieses Tauschpaket, während das Paket für Ellie und Laura, also für Unlikely, gerade wahrscheinlich verloren gegangen ist bei der Post. Also es ist eine super wilde Story dazu. Es ist auf jeden Fall noch nicht bei ihnen da, obwohl ich mein Paket früher versendet habe, als die ihr es an meins. Allerdings, wenn dieses Video online geht, dann sollte ihr Paket wohl auch endlich angekommen sein. Deswegen packe ich euch den Link zum Video von Unlikely in die Infobox. Wir haben uns ein paar Kategorien für dieses Tauschpaket überlegt und es sind so witzige Sachen dabei, wie zum Beispiel Dinge, die man auf gar keinen Fall den Schwiegereltern schenken sollte, etc. Und das ist jetzt quasi so ein sehr verspätetes Weihnachtsgeschenk, was bei mir angekommen ist. Schaut auf jeden Fall auch bei dem Video von Unlikely vorbei, damit ihr seht, was ich den Mädels zugeschenkt habe. Ich war wie immer sehr kreativ unterwegs und dann würde ich sagen, packen wir es jetzt aus. Wer mein letztes YouTube-Video verpasst hat, der hat wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, dass ich meine Haare pink gefärbt habe. Kann euch auch sehr gerne mal einblenden, wie sie aussahen. Also wirklich knallpink. Und so sehen sie jetzt gerade aus, wenn sich langsam das Pink wieder rauswäscht. Ich werde sie mir aber tatsächlich nochmal pink nachtönen. Und eine Katze hatte mich hier voll am Hals aufgekratzt. Und dann habe ich eine neue Bodylotion verwendet, die ich anscheinend nicht so gut vertrage. Jetzt ist es hier voll rot geworden. Also ja. Oh, ich sehe schon Geschenkpapier. So sieht das jetzt erstmal aus und ich hole direkt die erste Sache raus. Und zwar lautet die Kategorie, dass wir etwas Nachhaltiges für den anderen shoppen sollen. Also etwas, das ein Produkt, bei dem wir wissen, dass die andere Person es im Alltag benutzt, dazu dann eine nachhaltigere Version. Okay, der Satz war so falsch, aber ich glaube, ich habe verstanden, was gemeint ist. Periodenunterwäsche, ja, das ist definitiv nachhaltiger als Tampons etc. Und so nachhaltige Make-up-Korrekturstäbchen ist auch nachhaltiger als meine Q-Tips. Schauen wir uns mal das Periodenhörchen an. Wie cool ist das denn? Hi, hier ist die Zukunfts-Julia. Ich schmink mich gerade und mein Eyeliner ist einfach so unterschiedlich auf beiden Seiten. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere das doch jetzt einfach mal aus. Denn jetzt ist der Punkt, an dem ich ganz dringend mein Make-up korrigieren muss. Okay, Form ist schon mal spannend. Okay. Jetzt hat nicht ganz die Öffnung abgedichtet. Optisch sah es so aus, als würde es genau passen. Oh! Normalerweise verwende ich Q-Tips. Die sind ja zu rund. Dann gibt es ja extra diese Make-up-Korrekturstäbchen, aber die kaufe ich immer voll selten ein. Also die, die man einmal benutzt und dann wegwirft. Und das hat allerdings eine sehr schön effektive Form, wie diese richtigen Make-up-Korrekturstäbchen. Also läuft es ein bisschen spitz zusammen. Und das hat jetzt mega gut funktioniert. Schon wieder schief gemacht. Nein! Okay, ist ja gar kein Problem. Ich korrigiere es einfach direkt wieder. Dann kann ich jetzt einfach reinlegen und wiederverwenden. Thanks! Das hier ist das Größte aus dem Paket und das ist etwas, was zensiert werden sollte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Texter ist von der Größe. Okay. Das wird jetzt zensiert. Okay. Nein! Das Teil ist nicht für mich, sondern für Jonas. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott! Okay, ich hole mal gerade Jonas dazu. Das ist zu witzig. Jonas, kannst du mal bitte kommen? Rate mal, was das für ein Gegenstand ist. Ist das ein Elektronikgerät, Küchengerät? Was ist das? Gar keine Ahnung. Du hast gar keine Ahnung? In welchem Raum siehst du es? Eher in der Küche, eher im Technikbereich, eher in Musikanlage? Keine Ahnung. Wirklich nicht. In welchem Raum würdest du es in dieser Wohnung zuordnen? Wo würdest du es reinstellen? Technik. Technik? Ja. Okay. Gott. Vor allem, der war doch bestimmt teuer. Oh mein Gott. Ich bin raus. Nicht, dass ich das so lustig finde. Oh mein Gott, oh mein Gott. So fühlt sich das an? Faszinierendes Material. Nein, und dann kann man das so ausspülen. Okay. Sehr witzig. Da ich glaube, dass nicht jeder weiß, was das ist, habe ich vorhin in meiner Instagram-Story gefragt, was so eure Vermutungen sind. Und ich muss die euch hier einfach einmal ganz kurz einblenden, weil es so unfassbar lustig ist. Von Regenschirm über Lufterfrischer über Musikbox war wirklich alles dabei. Ich ziehe jetzt die nächste Sache aus dem Paket und es ist aus der Kategorie
hast du noch nie ausprobiert. Ich bin gespannt. Ah ja, habe ich wirklich noch nie ausprobiert. Das ist so ein Escape Room Spiel. Okay. Das nächste Paket ist dieses. Da steht drauf, etwas, was auf TikTok viral gegangen ist. Bitte abwaschen. Okay. Warum soll ich es abwaschen? Warum haben die es nicht abgewaschen? Ich kenne das gar nicht. Also ich habe schon mal gesehen auf TikTok. War das zum Make-up auftragen? Okay, kommentiert bitte, was das hier ist und was das verwendet wird. Ich glaube, das war zum Make-up auftragen, oder? So nasty sieht das Teil übrigens aus. Schaut mal, so haben die mir das zugeschickt. Oh mein Gott. Hauptsache bitte abwaschen, dazu schreiben, aber nicht selber machen. Und da ihr wisst, dass ich TikTok-virale Produkte einfach nur über alles liebe, werden wir es direkt mal testen. Alright, dann wollen wir mal. Ich habe vielleicht nicht ganz bedacht, dass man einfach das komplette Chaos hier in meinem Spiegel sieht, aber... Naja, egal. So sieht er dann jetzt gereinigt aus. Auf jeden Fall schon mal viel besser. Und ich habe dann auch mal ganz kurz recherchiert. Und so wie ich es herausgefunden habe, ist dieses Teil für Concealer gedacht. Hier seht ihr, dass einmal so eine hautähnliche Textur hat, die man dann quasi so auf die eigene Haut stempelt. Und von einer Seite ist es glatt. Boah, da ist schon wieder ein Fussel dran. Das zieht gefühlt Schmutz aber auch an. Ich habe so für die Verwendung von Concealer gesehen und jetzt nicht für ein komplettes Full Face of Make-up. Aber ich denke, dass man das sicherlich eigentlich für alle Cremetexturen nutzen kann. Aber die Form finde ich schon sehr passend für den unteren Augenbereich. Wir fangen vielleicht mal an meinem Kinn an, denn da ist meine Haut deutlich unkomplizierter als unter den Augen. Ich habe jetzt die Skin-Textur-Seite. Okay, das hat auf jeden Fall Skin-Textur. Ich nehme jetzt mal die glatte Seite. Ich finde es nicht gut. Mm-mm. Irgendwie, wahrscheinlich trocknet mein Concealer auch irgendwie zu schnell dafür ein, aber mir ist das Teil irgendwie auch zu hart. Es ist einfach nicht wirklich in die Haut eingearbeitet, sondern man sieht einfach nur, dass es auf der Haut aufliegt und rumrutscht. An sich finde ich den Sinn von solchen silikonbasierten Make-up-Gadgets sehr, sehr nice. Denn das Ding ist, dass die natürlich kein Make-up aufsaugen wie ein Schwamm, sondern dass wirklich 100% vom Produkt erhalten bleibt. Aber wenn es dann halt nur wie bei mir so ganz rührt auf der Haut aufliegt, dann sieht es auch nicht gut aus. Deswegen, Map, weiß ich nicht. Was ist das denn? Ah, etwas, was sie aussortiert haben. Ich dachte gerade schon. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bestimmt ein Bild von uns. Okay, Laura, möchtest du euch das jetzt in dem Video zeigen? Es ist ein Foto von... Sehr schön. Das finde ich gut, dass wir das aussortieren. Wir machen weiter damit. Dieses Muster sieht mega schön aus, wie die Bartfliesen bei Ellie. Liebe ich. Was steht, für welche Kategorie ist das überhaupt? Hallo? Warum steht da keine Kategorie drauf? Da steht keine Kategorie drauf. Leute, gehört das hier vielleicht zusammen? Ich glaube, das gehört das vielleicht zusammen, weil es dasselbe Geschenkpapier ist, weil hier steht nichts drauf, deswegen... Ah nee, dieses Geschenkpapier sieht einfach von der einen Seite so aus, von der anderen so. Ah. Wir machen damit weiter. Für die Schwiegereltern. Okay, das zählt dann zu der Kategorie Dinge, die man nicht seinen Schwiegereltern schenken sollte. Erziehen ohne Schimpfen und Schreien. Das pädagogisch wertvolle Buch. Über harmonische und gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Okay, wem schenke ich das denn jetzt weiter? Das ist halt so mein erster Gedanke. Das ist halt auch ein Statement, jemandem das zu schenken, ne? Ich überlege so hart, zu welcher Kategorie das zählt. Ah, das soll aussortiert heißen, glaube ich. Ah, kann das sein? Aber wir hatten ja schon etwas, was aussortiert wurde. Die wurde aussortiert? Die ist ja voll schön. Da ist ein Katzenzauberhut. Oh, warum steht hier nichts drauf? Ich glaube, da steht nichts drauf, weil das ein Geschenk für mich ist. Das ist unsere Mykonos-Reise, zusammengefasst in Fotos. Oh, that's cute. Oh. Vergesst jetzt nicht, euch anzuschauen, was ich Ellie und Laura geschickt habe, denn das sind wirklich sehr wilde Sachen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr, denn ich glaube, ich leite das hier noch kurz vor Silvester hoch. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Tschüss.